Die Formel 1 Welt ist nach wie vor schockiert, nachdem Rosberg gestern seinen Rücktritt erklärt hatte. Heute in diesem Video geht es darum, wer kann denn den guten alten Nico Rosberg ersetzen? Und da habe ich mal ein paar Kandidaten zusammengefasst, wo ich denke, die könnten es durchaus werden. Was sucht Mercedes? Mercedes sucht einen Nico Rosberg, einen zweiten Nico Rosberg kann man sagen, der das Team genauso motivieren kann wie er und der vor allen Dingen auch Lewis Hamilton fordern kann, aber auch gleichzeitig die Marke Mercedes vertreten kann. Wir fangen an. Kandidat Nummer 1, wer hätte es für möglich gehalten, ist Pascal Wehrlein. Pascal Wehrlein, ein mit der Mercedes-Testfahrer. Ja, er ist eigentlich so gesehen der dritte Mann und hätte meiner Meinung nach auch den Aufstieg in das Mercedes-Cockpit verdient, neben Lewis Hamilton. Was spricht für ihn, was spricht gegen ihn? Wir fangen mal mit den Punkten an, die für ihn sprechen. Erstens, er kennt das Mercedes-Team. Er fuhr schon ein paar Mercedes-Runden und er kennt vor allem auch das Team durch die Testtage. Besonders den letzten Testtag, wo er ja mit den 2017er Pirelli-Reifen fahren durfte. Zwar mit einem modifizierten Mercedes-Wagen aus dem Jahre 2015. Nichtsdestotrotz, das ist eine wichtige Erfahrung, die der Pascal Wehrlein zu verzeichnen hat. Natürlich auf der Nicht-Haben-Seite ist vielleicht die Formel-1-Erfahrung. Denn er hat nur ein Jahr Fahrpraxis mit dem Team Manor. Und da muss man erstmal schauen, wie der sich überhaupt entwickeln kann. Bei Red Bull haben wir da zwei Vergleiche. Bei Daniel Kvyat ging dieser Schuss nach hinten los. Wenn bei Verstappen das geglückt ist. Also man kann sich da nicht sicher sein, dass es auf jeden Fall funktionieren kann und auch funktionieren wird. Das heißt, das wird die große Unbekannte. Und man weiß halt auch nicht, wie kann er sich gegen jemanden durchsetzen wie Lewis Hamilton. Das ist eigentlich der große Knackpunkt, die Unerfahrenheit. Da gibt es einige andere Fahrer im Fahrerlager, die ihm da auf jeden Fall, wo man einfach weiß, die stehen besser da. Ja, wie zum Beispiel bei einem Alonso, wie bei einem Vettel. Aber, wie gesagt, das ist halt ein Problem. Auf der anderen Seite hat er halt auch andere Komponenten, die dafür sprechen. Ja, aber vielleicht nicht die persönliche Seite, die ist eigentlich auch mehr gegen ihn, weil bei Fans kommt er dann doch sehr arrogant rüber, viele schätzen ihn auch nicht so hoch ein, wie zum Beispiel in Rosberg oder auch in Hamilton. Man weiß es halt nicht, das weiß eigentlich nur Mercedes besser als wir. Sie wissen, wie er arbeitet mit dem Team, er weiß, ob er das Auto abstimmen kann nach seinen Wünschen. Wir als normale Zuschauer wissen gar nicht, wie gut ist Wehrlein wirklich. Ja? Wir sagen nur, ja, einige sagen, der könnte mit der Liga mitfahren, einige sagen, auf keinen Fall, dann hat ja Hamilton ein leichtes Spiel. Meine persönliche Meinung dazu ist eigentlich, Hamilton wird es nicht leicht haben. Auch nicht gegen den Pascal Wehrlein. Also die Frage ist halt, kommt der mit dem Druck klar oder kommt der nicht mit dem Druck klar? Wie bereits das angesprochene Beispiel. Kvyat kam mit dem Druck überhaupt nicht klar bei Red Bull, während Verstappen mit dem Druck einfach klar gekommen ist. Und das ist halt das Risikofaktor, die meiner Meinung nach aber Mercedes eingehen muss. Weil der Wehrlein hat einfach durch die Testtage, er kennt das Team, er kennt die Reifen sogar schon von Pirelli 2017. Also, das sind Argumente, die für mich als Teamchef sagen, ich muss den schon fast nehmen. Auch wenn ich halt dieses Risiko eingehe, dass ich vielleicht einen Fahrer habe, der nicht auf dem Hamilton-Niveau unterwegs ist. Was Mercedes auch ganz klar sucht, ist einfach einen Fahrer, wo man einfach einen Konstrukteurstitel mit einfahren kann. Weil man mit Red Bull und auch Ferrari zwei starke Teams im Nacken hat, wo man genau weiß, die haben zwei konstante Rennfahrer. Mit Ricciardo und Verstappen, beziehungsweise Vettel und Raikkonen. Und da man den Konstrukteurstitel ja im Auge hat, als Team sucht man sich halt einen Fahrer, wo man eigentlich ziemlich sicher ist, dass der auch das fahrerische Know-how besitzt, auf dem Niveau dieser besten Fahrer zu fahren. Und das ist halt bei Wehrlein einfach gesehen die große Unbekannte. Und deswegen wird wahrscheinlich auch Mercedes zögern, sehr lange vermutlich auch zögern, ihn zu verpflichten.
der Vorteil ist, was er auch noch hat, er hat momentan keinen aktuellen Vertrag. Also dieser Vertrag mit Sauber, der existiert gar nicht, weil da nie eine Unterschrift gefallen ist. Das war quasi ein Gerücht, der reingekommen ist, aber es ist nicht fix. Es ist ein großes Problem für Wehrlein dann, wenn er den Vertrag nicht bekommt. Auf der anderen Seite ist es halt für Mercedes ganz einfach billig, einen Vertrag schnell aufzusetzen und den Wehrlein vor die Füße zu legen. Also von daher, Wehrlein wäre in meinen Augen eigentlich momentan die beste Option, die Mercedes nehmen könnte. Mit dem einen Risikofaktor, man weiß nicht, ob er die Konstanz und ob er mit dem Druck umgehen kann, vorne um Siege und ums Podium mitzufahren. Kandidat Nummer 2, auch aus dem Mercedes-Lager, der gewechselte Esteban Ocon von Manor zu Force India. Da haben wir natürlich zum ersten Mal wieder das große Problem. Der hat einen Vertrag unterschrieben bei Force India. Aus diesem Vertrag müsste man ihn quasi rausbekommen. Das ist ein großes Hindernis, auch für ein Team wie Mercedes, aus einem Vertrag raus, einen Fahrer aus einem Vertrag herauszubekommen. Das ist meistens eine Geldsache, eine Vertragssache, eine Verhandlungsbasis, wie man damit umgehen kann. Und die andere Frage ist auch noch, ist Force India dazu bereit, Ocon wieder gehen zu lassen? Weil dann kommt diese sogenannte Kettenreaktion, ja. Wenn wir den Ocon nehmen, dann versucht Force India wieder einen Fahrer und das geht dann meistens wie eine Perlenkette bis hin zum kleinsten und schwächsten Team. Ja, Esteban Ocon, wie gesagt, man muss aus dem Vertrag erstmal rauskommen und da fängt das Problem dann eigentlich auch schon an. Man weiß auch nicht so wirklich, kommt Esteban Ocon mit dem Druck klar. Er kennt auch das Auto, er kennt auch das Team. Das spricht auch vieles für ihn, weil er auch einfach ein Mercedes Junior ist wie Pascal Wehrlein. Trotzdem ist auch da einfach wie die große Unbekannte. Ja, wie gut ist er wirklich? Und das zweite Problem, was er auch hat, man muss ihn, wie gesagt, aus einem Vertrag heraus kaufen. Wobei man ja mittlerweile die Erfahrung gemacht hat, dass Force India durchaus ihre Fahrer gehen lassen. Siehe Hülkenberg zum Le Mans-Einsatz damals oder auch jetzt, dass man ihn einfach gehen gelassen hat nach Renault. Man hat also nicht wirklich festgehalten an Nico Hülkenberg, aber ob es bei Esteban Ocon der Fall ist, steht auf einem anderen Papier, ja. Weil Vertrag ist Vertrag, das ist ganz einfach so. Und Mercedes hat auch heute gesagt, man möchte eigentlich versuchen, die Verträge nicht zu brechen. Aber durchaus hat Ocon dort auch eine gute Alternative. Kandidat Nummer 3, Sebastian Vettel im Ferrari. Warum Sebastian Vettel? Sebastian Vettel ist ja eigentlich sehr unglücklich mit seinem momentanen Arbeitgeber Ferrari. Hier weiß man zumindest, was man von Vettel hat. Er hat 4 WM-Titel in der Tasche, die natürlich alle nicht unverdient sind, damals zu Zeiten von Red Bull. Trotzdem, er hat einen gültigen Vertrag mit Ferrari und auch dort wird wahrscheinlich Mercedes schon angeklopft haben, beziehungsweise vielleicht hat sogar Vettel an Mercedes schon angeklopft. Hey, ich bin interessiert, aber nach aktuellem Stand der Dinge hat Vettel einen gültigen Vertrag mit Ferrari und aus dem kommt man wahrscheinlich auch nicht raus. Da wird wahrscheinlich so eine hohe Ablösesumme im Raum stehen, wenn überhaupt, die dann in den dreistelligen Millionenbetrag geht. Und wahrscheinlich nicht mit der 1 davor. Also ist Sebastian Vettel so gesehen eigentlich nicht für Mercedes verfügbar. Und somit werden wir zum Beispiel ein Traum-Szenario nicht erleben. Vettel mit Hamilton in einem Team. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Vettel das machen würde, denn er fühlt sich ja mit Raikkonen als Teamkollege sehr, sehr wohl. Also Sebastian Vettel fällt damit in meinen Augen flach. Kandidat Nummer 4. Der Wunschkandidat wahrscheinlich bei den meisten Formel 1 Fans. Fernando Alonso. Hier ist natürlich die große Frage, hat Fernando Alonso auch eine Ausstiegsklausel? So wie er damals die hatte bei Ferrari. Und vor allen Dingen lässt vor allen Dingen die neue Geschäftsleitung bei McLaren es zu, dass Alonso gehen darf. Man hat auch da einen gültigen Vertrag. Auch da müsste Mercedes wieder mal so sagen, ja, und auch wahrscheinlich auch wieder einen dreistelligen Millionenbetrag hinblättern, dass er ihn gehen lassen kann. Also ohne den Willen der sogenannten Arbeitgeber von Alonso und Sebastian Vettel und noch weiteren anderen ist es sehr unwahrscheinlich, dass genau da einer kommen wird. Aber wie gesagt, wenn Alonso die Klausel drin hat, dann steht da eigentlich nichts im Wege, dass er da anklopfen könnte.
Die Frage ist halt wirklich, hatte sie oder hatte sie nicht? Die meisten wünschen sich's. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass Alonso diesen Schritt gehen möchte und nochmal das Risiko eingehen möchte, weil man weiß ja nicht, ob Mercedes nächstes Jahr da vorne sein wird. Man geht eigentlich davon aus, da die ganz, ganz großen Regeländerungen nicht eintreffen. Der Mercedes-Motor wird nächstes Jahr auch noch der stärkste sein und der wird eine noch größere Rolle spielen, als das letztes Jahr, also dieses Jahr, der Fall gewesen war. Also Alonso steht durchaus auch auf dem Papier bei Mercedes, aber da muss eigentlich Alonso auf Mercedes zukommen, wegen den Vertragssituationen. Mercedes hat auch schon bekannt gegeben, dass man eigentlich nicht Verträge brechen möchte, deswegen Alonso schnell anklopfen, sonst ist vielleicht der Platz sogar bald weg. Kandidat Nummer 5. Mal, wer hätte es gedacht? Ich nehme mal einen Fahrer, der eigentlich eine Pause einlegen möchte. Richtig, ihr hört richtig. Eine Pause einlegen möchte und dann, ja, ist es Jenson Button. Der Button hat eigentlich vorgehabt, jetzt mindestens ein Jahr Pause zu machen, aber man weiß ja nie. Er ist ja momentan zu haben. Man muss keinen Vertrag brechen. Man kann ihn nehmen. Man weiß auch, was er zustande ist, ja. Er kennt die Formel 1. Er ist lange Zeit dabei. Aber ob Button sich das antun wird, geht halt auch wie auf dem anderen Papier. Also, ihr merkt schon, jeder Fahrer hat so seine Vor- und Nachteile und die sind auch bei Button. Button muss es wollen. Muss einfach sagen, okay, ich nehme die Pause zurück, ich fahre nochmal ein Jahr bei Mercedes. Nur ich denke mir mal, Mercedes sucht einen langfristigen Fahrer neben Hamilton, weil irgendwann wird auch Hamilton gehen und man sucht halt auch einen jungen, talentierten Fahrer, der halt einfach die Marke respektieren kann, nach außen tragen kann. Das könnte Button halt auch. Button ist sehr sympathisch immer rübergekommen, er kommt mit den meisten auch gut zurecht, das heißt, er würde auch ins Team in meinen Augen gut reinpassen. Nur Button neben Hamilton ist dann wieder das große, große Fragezeichen. Tut er sich das an? Ich glaube eher weniger. Ja, man weiß zwar, was er hat. Also viele Varianten, viele Optionen und vor allen Dingen auch viele Gedankengänge, die man sich hier machen muss. Kandidat Nummer 6. Ein Red Bull bzw. Toro Rosso-Fahrer, Carlos Sainz. Carlos Sainz, ja, eine Alternative, auf jeden Fall auch für ein Mercedes-Cockpit. Das Problem ist hier, ich mache es relativ kurz, bei Carlos Sainz und auch bei Daniel Ricciardo und auch Max Verstappen, die besitzen sogenannte Red Bull-Verträge. Red Bull wird das so wasserdicht gemacht haben, dass hier der Dr. Helmut Marko sagt, auf keinen Fall, die gebe ich nicht her. Da wird wahrscheinlich sogar noch das Argument von Dr. Helmut Mack kommen. Wieso willst du meine Fahrer haben? Du hast doch zwei talentierte junge Fahrer selber. Warum klopfst du dann quasi bei Sainz oder und so an? Oder auch bei Verstappen und Ricciardo. Also die drei werden es nicht sein. Vertrag brechen wird teuer. Ob wird, wo es macht, auf keinen Fall. Von daher ist Carlos Sainz eigentlich in meinen Augen auch aus dem Rennen. Kandidat Nummer 7 aus dem Williams-Lager, Valtteri Bottas. Bottas auch ein möglicher Kandidat in meinen Augen, auch wenn er das letzte Jahr nicht wirklich gepunktet hat gegen Massa. Also er hat sich schwer getan, so ein bisschen sein Talent hervorzuheben. Aber auch die Fahrerkombination Hamilton-Bottas hätte was. Allerdings, Bottas kennt nur den Mercedes-Motor. Das ist so ein bisschen das kleine Problem. Er hat ein Podium eingefahren das letzte Jahr, hat aber nicht die Pole-Position damals geholt in Österreich. Das war sein Teamkollege Felipe Massa, den ich übrigens hier nicht in der Liste habe. Aber, vielleicht nimmt man ja auch Bottas, aber auch hier das Problem, man muss ihn aus dem Vertrag herauskaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, immer noch nicht, dass Mercedes das gerne machen möchte, weil man hat, also heute haben sie bekannt gegeben, dass man einfach sagt, nein, das möchten wir eigentlich nicht, weil es kostet Geld und ob es sich wirklich am Ende lohnt, steht auf einem anderen Papier. Kandidat, jetzt muss ich kurz überlegen, wo bin ich denn? Kandidat Nummer 8, glaube ich, bin ich jetzt. Wenn es 7 ist, tut es mir leid, das habe ich nicht mehr mitgezählt. Ich glaube, Kandidat Nummer 8 ist es. Es ist auch der zweite Force India-Fahrer, Sergio Perez. Sergio Perez hat in dieser Saison stark geglänzt mit dem Force India, hat seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg geschlagen. Und vor allen Dingen, er kennt auch den Mercedes-Motor.
Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man den Motor kennt, wie er sich verhält, wie so ein bisschen die Beschleunigung ist, was für Mucken der hat und so weiter und so fort. Bei Perez weiß man auch, er ist schon mal gegen den Weltmeister bei McLaren damals gefahren. Das war gegen Jenson Button. Also, man weiß ungefähr, was er drauf hat. Er hat einen Hülkenberg geschlagen und Hülkenberg, da hat ja sogar schon Mercedes angeklopft, nur da hat ja Renault die Tür quasi zugemacht. Von daher kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass Perez rübergehen wird. Also es läuft eigentlich in meinen Augen so ein bisschen darauf hinaus, dass es Wehrlein oder Ocon wird. Obwohl ich dem Perez durchaus bessere Chancen noch einräume als zum Beispiel Fernando Alonso oder auch andere Fahrer. Also Perez wäre dann so ein bisschen mein Kandidat auf Nummer Platz 3. Ja, also 3. Also ich würde den Wehrlein als erstes nehmen, dann den Ocon, wenn ich ihn kriegen würde, und dann den Sergio Perez, weil man wird auch in meinen Augen so ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich jetzt nicht den Wehrlein oder den Ocon nehme, dann kann man das ganze Mercedes Junioren-Programm nämlich in Frage stellen. Und das denkt man auch, glaube ich, so ein bisschen im Hintergrund darüber nach. Deswegen Perez wäre bei mir dann die dritte Option. Kandidat Nummer 9, Nico Hülkenberg. Ja, hier müssen wir es eigentlich ganz kurz machen, denn Mercedes hat schon bei Nico Hülkenberg angeklopft, beziehungsweise schon bei Renault versucht, ihn zu bekommen. Da hat aber Renault die Tür einfach mal schon mal zugeschlossen. Also man möchte hier nicht verhandeln, gar nicht. Das heißt, Nico Hülkenberg ist vielleicht der Gelackmalte und hat wieder mal nicht die Chance auf ein Top-Cockpit. Mir als Deutscher tut es wahnsinnig leid, ich hätte es ihm gerne gegönnt, aber er hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben bei Renault und er kommt doch nicht mehr raus. Renault will es nicht, Renault geht das Risiko nicht ein, sie haben genug Geld in der Tasche und sagen sich zu Mercedes, nein, den behalten wir für uns. Schade eigentlich, es wäre schön gewesen, neben Hamilton mal zu sehen, ob Nico Hülkenberg wirklich ein Topfahrer ist oder nicht. Das heißt, vielleicht war es seine letzte Chance, die er aber nicht wusste. Und er muss weiterhin hinterher rennen auf ein Top-Cockpit, was sehr schade ist. Was glaubt ihr? Ich habe jetzt mal ein paar Fahrer genannt und jetzt seid ihr gefragt. Oben bei dem schönen, bei der schönen Infobox da oben bei dem großen i, könnt ihr mal eure Meinung da lassen, wen ihr glaubt, der ins Cockpit einsteigt bei Mercedes 2017. Ich bin mal gespannt, was ihr denkt. Das war jetzt so mal mein kleiner Ausblick. Wen ich mir vorstellen kann, ist eigentlich, dass es eigentlich Wehrlein sein müsste. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass da Mercedes unbedingt sucht. Einen Fahrer zum Beispiel aus der MotoGP zu nehmen oder auch aus der Formel 3. Mick Schumacher ist zum Beispiel auch gefallen, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja noch ein größeres Risiko, als zum Beispiel Pascal Wehrlein zu nehmen. Fällt in meinen Augen dann doch ein bisschen flach. Oder auch hier der Rallye-Meister, das glaube ich auch nicht. Genauso wie ich dann nicht mir vorstellen kann, dass sie den Rossi nehmen würden. Aus der MotoGP glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Auch nicht einen frisch gebackenen aus der DTM. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird ein ehemaliger oder aktiver Formel 1 Fahrer sein. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Macht bei der Umfrage mit. Ich bin einfach mal auf eure Meinung gespannt. Ihr habt da schon einiges geschrieben beim letzten Diskussionsvideo. Und knappe 20 Minuten und länger sollte das Video auch nicht gehen. Ich wollte es diesmal kurz halten, weil wir ja auch viele Kandidaten hatten. Und in dem Sinne, ich bin gespannt, die Entscheidung wird sehr, sehr schnell fallen von Mercedes. Also ich denke mal nächste Woche oder danach die Woche, dann wird schon die Entscheidung schon feststehen, weil die Wintertests stehen an. Und es wird auf jeden Fall noch vor Weihnachten passieren. Also macht's gut, haut rein und vergesst nicht, eure Stimme in der Umfrage zu hinterlassen. Und bis die Tage in einem vielleicht weiteren Diskussionsvideo.